Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich hier auf dem Nürburgring, denn ich fahre das 24-Stunden-Rennen mit. Und zwar in einem Viererteam. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Wir sind insgesamt 3 Viererteams, ein Frauenteam, 2 Männerteams. Und ja, ich würde sagen, direkt los, oder? Ja, los ging es für mich schon am Freitag und da bin ich natürlich mit dem Fahrrad in die Eifel gefahren. War wieder schön hier zu sein, auch wenn das Wetter jetzt nicht optimal war. Aber es hat einfach Spaß gemacht, mal wieder durch die Eifel zu fahren. Es ist einfach wunderschön hier. Und ich war mit Dimi und Mick einer der Ersten, die da waren und wir haben schon alles aufgebaut. Und ja, danach habe ich mich erstmal ein bisschen umgeschaut, was geht hier eigentlich ab. Ja, da ging das Zeitfahren los, das habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Bin dann mal in die Food Corner und habe mir so eine richtige schöne Falafel Bowl in vegan gegönnt. War super lecker. Ja, und hier hat man mal so einen kleinen Überblick, wie es denn so hinter den Boxen aussieht. Es ist natürlich sehr leer hier, das hat sich am Wochenende natürlich extremst gefüllt und war viel voller, als man das jetzt hier sieht. Und ja, das sind die ganzen Preise, die, Spoiler, wir nicht bekommen haben. Aber dafür waren wir auch nicht da. Wir wollten einfach nur eine mega geile Zeit erleben auf dem Ring und ich glaube, die hatten wir auch. Ja, am nächsten Tag war es dann endlich soweit. Wir haben die Räder ready gemacht, wir haben überall die Startnummern angebracht, wir haben den Adrenalinspiegel hochgefahren und hatten einfach nur Bock, endlich anzugreifen. Ja, wie gesagt, wir waren 3 Viererteams, ein Mädelsteam, ein langsames Team und ein schnelles Team. Zu letzterem habe ich mich dann gezählt. Und ja, danach ging das Knobeln los. Wer ist denn so der Starter? Wer will als erstes an den Start gehen? Und nach vielem Hin und Her habe ich mich dann bereit erklärt, für unser Team an den Start zu gehen. Für das Frauenteam war Janette am Start und für das langsame Team war dann Mick am Start. Ja, problematisch bei dem Start für das 24-Stunden-Rennen ist einfach, dass du in einer mega riesigen Schlange stehst und einfach ja über 45 Minuten warten musst, bis du losfahren kannst. So, die ersten Startteilnehmer fahren schon die 25, 75 und 100 Kilometer und ja, bei dir steigt einfach nur die Nervosität. Wann geht's endlich los? Endlich konnten wir losrollen und es war einfach eine mega krasse Erfahrung, mit so vielen Leuten einfach gemeinsam auf einer Rennstrecke Fahrrad zu fahren. Und ja, ey Leute, ich hab's direkt schon von Anfang an genossen. Ja, eigentlich war ich nicht für eine Race Competition hier, aber es ist einfach ein Rennen und ich habe mich halt irgendwann anfixen lassen von allen und ich musste einfach auch lostackern. Ja, man sieht's, manche fahren eher gemütlich die erste Runde und manche hauen einfach alles direkt von Anfang an raus. Ja, natürlich sind hier Spitzensportler am Start, hier sind aber auch einfach Hobbyfahrer, hier ist einfach jeder am Start. Und ja, ich wollte einfach nur wissen, was geht hier, was kann ich rausholen, wie schnell kann ich sein. Ja, ich habe schnell gemerkt, dass mir die Abfahrten hier immer noch am meisten Bock machen. Ey, einfach flach machen, runterbrettern. Es ist so ein geiles Gefühl. Du bekommst hier 80 bis 100 km/h drauf, je nachdem. Und ja, dann geht's auch wieder in den Berg. Und du merkst dann halt einfach, ne, bergab sind manche Leute schneller, berghoch sind die anderen wieder schneller. Hier merkt man dann direkt, wer wo seine Stärken hat. Und ja, ich habe mich irgendwo dazwischen eingeordnet, es hat mega viel Spaß gemacht, auch den Berg hoch zu quälen, weil es gab dann immer wieder mal Verpflegungsstationen, wo man sich mal ein Dextro oder ein Wasser ins Gesicht kippen kann. Und ja, dann ging es auch einen schönen Anstieg hoch zur hohen 8. Der war noch am krassesten, aber der hat auch übelst reingekickt und auch Bock gemacht. Ja, und dann war die GoPro leer. Viel Spaß! Hau rein! Ah, geil! Und, war gut? Ey, war geil! Geile Runde, ne? Das macht richtig Spaß!
bin jetzt schon meine erste Runde gefahren. Und ja, das Wetter war auf jeden Fall sehr gut. War gut am Schwitzen und ich habe direkt einfach mal geguckt, was geht. Und dann, wo Platz war, dann schon losgeballert und wollte einfach gucken, wie schnell schaffe ich diese ganze Runde. Ja, ich bin es jetzt, glaube ich, in knapp einer Stunde gefahren. Mit einer ganz kleinen Pause für so Trinken und eine Banane mal in den Mund schieben. Und ich muss sagen, das macht so Bock mit so vielen Leuten und Windschatten suchen die Berge hoch, runter. Ey, Nordschleifenfahrer mit dem Fahrrad ist wirklich eine mega geile Sache, kann ich nur empfehlen. Rad am Ring, auf jeden Fall geil, was da auch für Räder mitfahren, das ist Wahnsinn. Single Speed, kleine Klappräder und ja, Mountainbike-Fahrer sind ja auch dabei. Ist schon ein sehr, sehr geiles Event. So. Ich bin gespannt, wie es mir geht, wenn ich die anderen Runden fahre. Also jetzt fahren dann erstmal meine drei Teamkollegen und ja, danach bin ich dann wieder dran. Ja, neue Runde, neues Glück und man sieht, die Strecke ist natürlich viel freier, als sie vorher war. Man konnte ganz anders fahren und so habe ich mich versucht, von Windschatten zu hangeln. Also ich wollte schon irgendwie mein Speed beibehalten, aber auch irgendwie noch ein bisschen schnell, aber nicht all out gehen. Deswegen habe ich mir den Windschatten gesucht, wo ich denke, der passt gerade. Man konnte sich ein bisschen dranhängen, danach bist du wieder alleine unterwegs und ja, wie gesagt, so ging es dann für mich immer weiter, runter einfach immer all out, was das Fahrrad gerade hergibt. Und ja, das hat wirklich, wie gesagt, am meisten Spaß gemacht, wie einfach die Berge runterballern, auf Teufel komm raus, weil du musst auf keinen Verkehr achten. Und ja, dann ging es wieder Berge hoch, da war ich wieder alleine die meiste Zeit. Es war auf jeden Fall immer wieder ein Auf und Ab, aber trotzdem, ich war immer noch in diesem Adrenalinrausch, weil es einfach so viel Bock gemacht hat. Ich zähle mich mit meinen 40 Jahren ja eigentlich auch schon quasi zum alten Eisen, weil wenn ich sehe, hier der Herr im grünen Trikot könnte locker mein Vater sein. Und auch hier, als ich am Berg hochgetackert bin, habe ich mitbekommen, der Herr hier im roten Trikot ist schon weit über 80 und tackert diese Berge hoch und ist mir irgendwann davon gefahren. Ey, das finde ich wirklich beeindruckend. Ja, die zweite und letzte Verpflegungsstation ist auf der Hohen Acht. Ich habe mich hier immer mega krass eingedeckt und wirklich jede Runde einfach alles inhaliert. Waffel, Gel, Traubenzucker, Isos, trinken, so offen. Ich hatte zwar immer was in der Tasche, aber es war trotzdem gut, dass man diese ganzen Verpflegungsstationen haben. Ich habe das echt gebraucht, weil ich bin halt nicht langsam gefahren, auch wenn ich an manchen Kurven wie hier wirklich immer viel abgebremst habe. Ihr seht, wie manche hier reinballern, das ist einfach unnormal. Ich habe mich nicht so ganz getraut, aber ich habe es wirklich gebraucht. Ich habe hier immer wieder Windschatten gesucht, weil dann ging es auf die Döttinger Höhe und da gibt es so viel Gegenwind. Ja, ich konnte aber nicht die ganze Zeit mithalten, dass man dann irgendwann alleine ist und ey, manche Leute sind so an dir vorbeigeschossen, wo du dachtest, wo nehmen die diese ganze Energie her? Ich will auch so ballern. Ja, mir war es einfach nicht möglich. Ich kann es jetzt einfach auf meine 38mm Reifen schieben, dass ich langsamer war als die anderen. Und ja, man sieht ja auch hier, da kamen auch die Mountainbiker mit dazu und den Berg hoch. Und ja, ich habe einfach mein Bestes gegeben. Ich denke mal, so wie jeder das auch getan hat. So, nach meiner zweiten Runde, die gut reingehauen hat, habe ich mich geduscht. Danach die ganze Zeit nur im Zelt gechillt. Ein bisschen die Knochen ausgeruht. Und jetzt fangen wir die zwei Runden Rotationen an. Das heißt, ich bin jetzt der Erste, der dann zwei Runden fährt. Dann wird es auch langsam schon dunkel. Deswegen jetzt Beleuchtung ans Rad. Und ja, dann wird es auf jeden Fall interessant. Ja, die Beine sind schon schwer. Ich bin mal gespannt, wie zwei Runden dann am Stück sind. Ich werde berichten. Ich bin zwar in den Sonnenuntergang gefahren, aber leider habe ich keine Videoaufnahmen gemacht. Deswegen hier so ein paar Fotos, die auf der Strecke gemacht wurden. Und ja, auf der Hohen Acht oben, da war mega die Party. Die Musik kann ich leider nicht einblenden, weil Copyright und so. Aber es war schon mega krass. Das hast du von Weitem gehört, wie die Technomucke hier rumgeballert hat. Ja, ich musste kurz anhalten und das Video machen. Ist auf Instagram gelandet. Und ja, es war einfach eine schöne Zeit, weil irgendwann war es dann halt wieder mega ruhig. Du hast halt wirklich die Strecke mehr oder weniger für dich gehabt. Du hast so ein paar Lichter gesehen. Keiner hat gesprochen. Sobald du die Musik auch nicht mehr gehört hast, es war einfach Totenstille und du konntest einfach die ganze Runde für dich genießen und einfach entspannt ins Ziel rollen.
lebe Glück. Was war das für eine Runde, ey? Beziehungsweise waren das für zwei Runden. Die haben auf jeden Fall gut reingehauen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gut im Sack. Also gut, dass man die ganze Zeit so Verpflegungsstationen hat, wo man mal ein bisschen Dextro und eine Banane und sowas inhalieren kann. Ja, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht so abgezogen. Also ich bin jetzt irgendwie 2,5 Stunden die zwei Runden gefahren im Dunkeln. Ja, die Abfahrten nicht ganz so schnell, aber ich muss sagen, ey, Abfahrten, wenn du gutes Licht hast und so, da machen die Abfahrten irgendwie noch mehr Bock als am Tag, finde ich. Das, ey, das ist so ein geiles Event, so ein geiles Feeling, hier auf dem Nürburgring Fahrrad zu fahren. Wahnsinn. Ja. Wenn ich mich so drehe, ist es wieder dunkel. Und ja, ich werde jetzt mal duschen, vielleicht noch irgendwas essen und mich dann ins Zelt verpieseln, weil ich habe jetzt knapp 6 Stunden Zeit und kann ich ja mal versuchen zu schlafen. Ich meine, das wird eh nicht wirklich funktionieren, so wie ich mich kenne. Aber ja, das war mein Update ohne Cockpit. Ja, so viel kann ich spoilern. Ich hatte auf jeden Fall unter 2 Stunden Schlaf. Aber das war mir auch egal. Ich habe mich nur abgeduscht, um wieder ein bisschen klar zu kommen. Und bin dann ein bisschen hier an der Strecke rumgelaufen, um ein paar Impressionen einzufangen und die Stimmung einzufangen. Es gab immer noch Leute, die am Straßenrand standen und die Leute angefeuert haben. Und ja, mit so einem kleinen Hüngerchen im Magen bin ich nochmal zu Food Corner. Und ja, ich habe mich das ganze Wochenende wirklich auch fleischlos ernährt. Das war auf jeden Fall, das hat mir keinen Zacken aus der Krone gebrochen. So, ich fand es auf jeden Fall mal angenehm, mal ein ganzes Wochenende kein Fleisch zu essen. Ja, um 6 ging ich dann schon wieder für mich aufs Fahrrad. Die Sonne ist so langsam aufgegangen und es war auch wieder eine ganz andere Stimmung. Also wirklich fast jede Runde war eine andere Stimmung. Und wie ihr seht, es war eigentlich komplett leer. Ich war mehr oder weniger für mich alleine. Es gab nur die langsamen, es gab die mega schnellen, ja, und irgendwo dazwischen die, ich sag mal, die mittleren. Und ja, auch wieder Abfahrten waren genauso geil. Also das ist wirklich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Diese richtig kranken Abfahrten. Schöner Morgen, um sich Bergeruch zu tackern. Ja, das ist jetzt Runde 5 bei mir. Und hey, meine Beine sind so schlapp. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Ja, es war schön, einfach mal nicht so gedrängt zu fahren. Es war wirklich so ein ganz entspannter Morgen mit Sonnenaufgang. Jeder hat es irgendwie, glaube ich, genossen. Es war komplette Stille, keine Mucke, nichts. Ja, ich hatte dann auch irgendwann Leute in meinem Windschatten mal fahren. Und ja, es hat aber nicht lange gedauert, bis ich wieder in so einem Windschatten geklebt habe. Und ja, ich muss leider sagen, das war dann auch wirklich meine letzte Runde. Eigentlich wäre ich ja noch eine gefahren. Aber ja, das ist leider ein bisschen anders gekommen, als es, glaube ich, alle anderen erwartet haben. Du bist aber schwärzer als schwarz. Wie ging's dir? Bisschen müde, aber ja, läuft gut. Schon. Ich bin gespannt, wie jetzt die Runde läuft. Also eigentlich so bin ich jetzt ganz okay drauf, aber mal schauen, ne? Es ist ein bisschen windig, ein bisschen Gegenwind auf einigen Passagen. Ja. Aber sonst. Ich starte rein. Entspannt. Super. Moin. Guten Morgen. Ja, leider Rennabbruch aufgrund eines Notarzteinsatzes. Ja, jetzt müssen wir uns die Medaille noch abholen. Weg holt. Ja, leider musste das Rennen aufgrund eines Unfalls abgebrochen werden. Gott sei Dank geht es der Person schon wieder gut. Und ja, wir haben unsere Medaillen abgeholt. Ich hatte ein mega krasses Team und auch alle zusammen. Wir waren wirklich ein super Trüppchen. Ich habe viele nette Leute kennengelernt und ich hoffe, dass man das nochmal wiederholen kann. Und ja, ich habe mich dann auch schon wieder auf den Weg nach Hause gemacht, nachdem wir alles abgebaut haben. Und irgendwann ist mir aufgefallen, so ey, irgendwas fehlt. Irgendwas ist anders. Ja. Ich war so blöd und habe einfach meinen kompletten Rucksack, der auch übelst schwer war, vergessen. So, wie kann man sowas vergessen, dass man dieses Gewicht nicht auf dem Rücken hat? Ja, ich musste auf jeden Fall nochmal zurückfahren. Ich war Gott sei Dank nicht weit weg, habe meinen Rucksack wieder abgeholt. Ja, und dann ging es für mich knapp 95 Kilometer wieder Richtung Heimat nach Kölle.
Ich fand die Fahrt eigentlich viel anstrengender als diese ganzen Runden auf dem Nürburgring. Das war schon echt krass, aber es kommt auch noch dazu, dass du dieses ganze Gewicht hast und du willst ja irgendwie einfach nur zu Hause ankommen. Auch wenn ich dabei die ganze Zeit diese wunderbare Natur hier genossen habe und die Strecken, die waren einfach mega krass in der Eifel. Ich kann es immer nur wieder sagen, Eifel geil zum Radfahren, egal in welcher Art von Fahrrad, egal ob Rennrad oder Mountainbike, es ist immer wieder schön in der Eifel zu sein. Und ja, wie gesagt, es war einfach übelst anstrengend, aber dafür war die Zeit auf dem Nürburgring mit den Leuten, mit denen ich da war, einfach super geil. Und das war bisher die krasseste Fahrraderfahrung, die ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe. Es ist halt komplett fernab von irgendwelchen Bikepacking-Sachen. Ich kann das gar nicht so krass in Worte fassen, wie ich das gerne fassen möchte. Man muss es einfach mal getan haben, ne? Auf einer Rennstrecke zu fahren. Es ist unbeschreiblich, Leute. Es ist einfach unbeschreiblich. Deswegen auf jeden Fall nochmal ein Riesendank an Mick und Janett, die das mehr oder weniger quasi alles in die Wege geleitet haben. Und danke an alle anderen, die dabei waren, die mir auch mal das ein oder andere Getränk oder Essen angeboten haben, weil ich war der einzige Dulli, der wirklich mit dem Fahrrad angereist ist, ohne Auto, ohne Bahn, ohne alles. Und ich konnte gar nicht so viel Zeug mitnehmen, wie ich gerne mitgenommen hätte und andere auch verpflegt hätte. Und ja, wie gesagt, ein riesiges Danke an alle. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Deswegen lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, lasst einen Daumen da und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob und wie ihr das Rennen gefahren werdet. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen, und ich würde sagen, haut da rein, Leute. Ciao.